Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren 5-Minuten-Mittwoch. Mein Name ist Defender83 und heute schauen wir uns Train Valley 2 an. Und ja, wie der Name vielleicht vermuten lässt, es geht natürlich um Züge. Ist meiner Meinung nach ein Puzzlespiel. Der Entwickler selber beschreibt es eher als Micromanagement-Mischung mit Tycoon. Ja, worum geht es letztendlich? Es geht um Züge und es geht darum, Ressourcen von A nach B zu tragen. Ne? Dafür haben wir im Moment im Early Access 30 Missionen bzw. Szenarien zur Verfügung. Es gibt einen Workshop-Support, das heißt, man kann auch seine eigenen Levels erstellen und die praktisch der Community teilen. Und später sollen mal 50 Missionen zur Verfügung stehen. Ich bin aktuell ungefähr zu einem Drittel durch und habe ungefähr 3 Stunden reingesteckt. Soll heißen, hinterher kommt man wahrscheinlich so zwischen 10, 12, 15 Stunden raus, plus das, was man natürlich noch in den Workshop reinstecken möchte letztendlich. Jede dieser Szenarien hat jeweils 5 Herausforderungssterne sozusagen. 3 davon sind immer Zeitsterne. Das heißt, schaffe ich die Mission in einem bestimmten Zeitrahmen, bekomme ich diesen Stern, brauche ich länger, bekomme ich einen Stern weniger und so weiter und so fort. Naja, also es ist eigentlich gut machbar, dass man diese Sterne eben hinbekommt. Darüber hinaus gibt es halt immer noch so 2 Spezialherausforderungen. Das kann einerseits sein, dass man zum Beispiel die Landschaft nicht allzu sehr kaputt macht, keine Brücken baut, die Loks nicht upgradet, keine Lokomotiven verliert, indem man zum Beispiel sie ineinander fahren lässt und so weiter und so fort. Also da gibt es auf jeden Fall jede Menge Wiederspielwert auch, falls man mal den einen oder anderen Stern nicht bekommen hat. Und ich weiß das, ich kenne das selber, ich kann das nicht haben, wenn irgendwo ein Stern fehlt und dann muss ich dieses Level nochmal spielen und nochmal spielen und naja, es macht Spaß. Ne? Es sieht grafisch hervorragend aus. Ne? Mir hat schon der Vorgänger super gefallen und jetzt hier einwandfrei, kann ich nicht mich beklagen. Jedes Szenario läuft natürlich irgendwo auch ein bisschen identisch ab, das heißt, das Gameplay ist ein bisschen repetitiv. Soll heißen, wir bauen erst leise, dann schiffen wir Ressourcen von A nach B und zwar so lange, bis wir unser Missionsziel erfüllt haben. Was halt dieses Micromanagement dabei angeht, ist zum Beispiel, dass wir Züge anhalten können, indem wir auf sie draufklicken. Ja, das heißt, wir können sie dann entweder umdrehen lassen oder weiterfahren lassen. So lange bleiben sie aber erstmal an Ort und Stelle stehen. Natürlich müssen wir auch Weichen stellen, das heißt, theoretisch könnten wir auch parallel Züge fahren lassen, wenn wir das denn wollten. Und letztendlich müssen wir halt Unfälle verhindern, Loks upgraden, damit wir mehr Ressourcen ziehen können und so weiter und so fort. Alles in allem, rundes Spiel. Spielt sich, wie gesagt, bislang super. Ne? Was mir noch so ein bisschen fehlen würde, wären, ich sage jetzt mal, kreisförmige Züge. Also im Moment haben wir immer nur, wie nennt man das? Sackgassenbahnhöfe, also Kopfbahnhöfe, heißen die Kopfbahnhöfe, wo man halt in einer Seite reinfährt und man kann auch nur aus dieser Seite wieder rauskommen. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass man halt durchgängige Bahnhöfe hat, damit man halt Schleifen bauen kann. Ich bin ein großer Fan von Schleifen, ne? wenn ihr meine Videos zu Machinki anguckt oder auch Railway Empire. Ich bin ein großer Fan von Schleifen und dass man halt wirklich nur Züge in eine Richtung fahren kann. Ansonsten macht Spaß, ne? Ich kann es empfehlen. Link dazu ist in der Beschreibung natürlich. Ich bedanke mich natürlich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Hoffe, wir sehen uns im Stream. Bis dahin, macht's gut, haut rein.